Herzlich willkommen, Frau Siemer. Wir freuen uns sehr, dass es heute zum Interview klappt. Ja, ich freue mich auch. Corona-bedingt natürlich leider hier über Video, aber es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wir freuen uns sehr und sind ganz gespannt, was Sie über Ihren turbulenten Alltag zu berichten haben. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung vor allen Dingen. Vielleicht möchten Sie sich ganz kurz vorstellen und uns einfach mal berichten, genau wer Sie sind, was Sie machen und was Ihre Themen so im Alltag sind. Also mein Name ist Katrin Siemer, ich bin Klinikmanagerin in der Tierklinik Lüse im Landkreis Vechta oben in Norddeutschland. Ich mache das mittlerweile schon seit fast 18 Jahren. Also ich bin direkt nach meinem Bachelorstudium hier in Lüse angefangen. Damals waren wir noch ein relativ kleines Team und die Klinik hier an diesem Standort war auch noch ganz jung. Als ich angefangen habe, hatten wir hier gerade neu gebaut und wir waren ungefähr 18 Mitarbeiter. Und ich kam damals direkt vom Studium aus Holland, aus den Niederlanden. Die Niederländer sind uns da ja immer einen Schritt voraus, was solche Themen angeht. Die hatten sich einen neuen Studiengang ausgedacht, der heißt Tiermanagement. Und da ich immer was mit Tieren machen wollte, Tierärztin aber zu dem Zeitpunkt, ja, aus besagten, die Gründe kennt jeder, der Numerus Clausus passte nicht so ganz, Holland lag aber relativ nah an meiner Heimat, habe ich gedacht, das probiere ich mal aus und war eigentlich von dem Studiengang ganz angetan. Und witzigerweise kannten zweimal unserer Inhaber, die ja auch beide Holländer sind, diesen Studiengang, hatten davon gehört und haben mich dann sozusagen angerufen, ganz aktiv. Und so kam es dann doch relativ schnell direkt nach meiner Diplomarbeit dann zustande. Und seitdem bin ich hier und kümmere mich um alles, was mit dem Personal zu tun hat, alles, was mit Organisation zu tun hat, Qualitätsmanagement, was mit natürlich auch Zahlen zu tun hat, also betriebswirtschaftliche Aspekte. Jegliche Projekte, die wir haben, weitere Firmen, die wir betreuen, Außenstellen und natürlich der ganze Alltag von 5 Leute sind auf einmal krank, wie lösen wir das, bis hin zu, wie sieht unser Finanzplan bis 2025 aus. Das ungefähr beinhaltet eigentlich alles das, was wir unter Klinikmanagement hier verstehen. Und ja, jeder Tag ist ein anderer. Also es ist immer irgendwie turbulent und immer auch ein bisschen stressig. Aber ich glaube, das ist am Ende auch genau das, was es ausmacht. Also mir macht es weiterhin viel Spaß und ich fühle mich weiterhin gefördert und gefordert. So sagt man das ja so schön. Und mittlerweile habe ich doch ja einiges an Jahren an Erfahrung gemacht, sodass ich mir Mitte diesen Jahres halt überlegt habe, das Thema Klinik-Praxis-Management in Deutschland noch ein bisschen mehr kundzutun, weil ja doch immer mal wieder Anfragen von rechts und links kommen. Was machst du eigentlich und wo gibt es solche Menschen wie dich? Dass ich mich halt nebenberuflich auch noch selbstständig gemacht habe im Bereich Coaching und Consulting. Mhm. Ja, Sie haben ja gerade erwähnt, Sie sind ja schon sehr, sehr, sehr lang und sehr früh als Praxismanagerin eingestiegen. Was ist denn so der typische Werdegang von Kolleginnen und Kollegen, die Praxismanagerin oder Praxismanager werden? Ja, also ich versuche schon mit relativ vielen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu sein. Habe mir mittlerweile auch da so ein kleines Netzwerk aufgebaut von Praxismanagerinnen aus dem, vor allen Dingen aus dem Pferdebereich und aus dem Kleintierbereich. Das sind ehrlich gesagt aus meiner Erfahrung auch die Praxen und Kliniken, die so eine Position überhaupt besetzen. Und da kenne ich vor allen Dingen entweder den Werdegang, man ist TFA und interessiert sich dann nochmal speziell für Organisation und Personalmanagement. Und dann gibt es unterschiedlichste Fort- und Weiterbildungen, die dann nochmal gemacht werden. Oder aber der zweite Gang ist sozusagen, dass man branchenfremd als Quereinsteiger dazukommt. Da kenne ich auch einige Kolleginnen. Das ist auch immer irgendwie ganz lustig, sich mit denen zu unterhalten, was die eigentlich so aus ihrer Branche kennen und wie es dann in unserer Branche derzeit so aussieht.
Aber das ist immer eigentlich sehr erfrischend und am Ende ja, haben wir ja alle die gleichen Probleme in unseren Häusern, berufspolitischer Art, aber natürlich auch ja, die Dinge, die da aufeinandertreffen, ne? Nämlich Tiere, Tierbesitzer und natürlich auch nochmal das eigene Empfinden und gute Mitarbeiter zu finden und all diese Dinge. Also das ist eigentlich immer ganz schön, sich da auszutauschen. Aber bisher gibt es leider noch keinen klassischen Werdegang. Das ist sicherlich nochmal ein Ziel, was ich in den nächsten Jahren gerne verfolgen würde, dass man da vielleicht nochmal eine genauere Definition machen könnte. Sie hatten auch jetzt ganz kurz Fort- und Weiterbildungen erwähnt. Also für Branchenkenner oder Branchenteilnehmer, die dann Praxismanagement verfolgen möchten, was gibt es da so oder haben Sie da einen ganz kleinen Überblick? Also es, mittlerweile wird schon ein bisschen mehr angeboten in diesem Bereich. Mir sind einige Fortbildungsanbieter bekannt, die auch mittlerweile das Thema Praxismanagement aufgegriffen haben. Ich kenne zwei Institutionen, die vor allen Dingen so einen Wochenworkshop anbieten. Das ist sicherlich gut, um überhaupt erstmal einen Überblick dazu bekommen, was beinhaltet eigentlich Praxismanagement, also mit welchen Themen muss ich mich da beschäftigen, angefangen von, wie ist unser Kundenumgang, Apotheke, alles, was mit Arbeitsrecht zu tun hat, sicherlich auch ein bisschen Betriebswirtschaft und dann so die klassischen QM-Fragen, also Qualitätsmanagement-Fragen, ne, weil wir brauchen Ziele und wir brauchen Strukturen und wir brauchen Organigramm und all das. Ich denke schon, dass das grundsätzlich ein guter erster Schritt ist, sowas mal zu machen. Allerdings kann ich keine richtige Fort- und Weiterbildung so aus dem Herzen heraus empfehlen. Also ich glaube, dass es am Ende doch auch ganz viel mit Erfahrung zu tun hat und vielleicht leider auch ab und zu mal einfach selber ausprobieren. Und natürlich auch immer gucken, was ist denn eigentlich mein persönlicher Schwerpunkt in unserem Unternehmen. Ne? Also ich kenne viele Kolleginnen, die sich, ja, die eine konzentriert sich tatsächlich viel mehr auf die betriebswirtschaftlichen Sachen und macht auch selbst die Buchhaltung zum Beispiel. Das mache ich zum Beispiel gar nicht, sondern mein Schwerpunkt ist tatsächlich alles, was mit den Mitarbeitern zu tun hat und mit der allgemeinen strukturellen Organisation zu tun hat. Das ist tatsächlich mehr mein Steckenpferd. Und dann gibt es auch Praxismanagerin, die ich kenne, die auch zum Beispiel in der Apotheke noch gleichzeitig arbeiten oder auch mal an der Rezeption noch mitarbeiten. Das ist doch noch alles sehr, sehr gemischt. Also ich könnte mir vorstellen, so eine Fort- und Weiterbildung ist vielleicht mal, um hineinzuschnuppern, was Praxismanagement überhaupt heißt. Aber im Endeffekt schildern Sie ja, dass es sehr, sehr, sehr spezifisch und individuell ablaufen kann. Und also Sie haben sich ja zur Aufgabe gemacht, Praxismanager wirklich auch mit Coaching, mit Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten. Wo sehen Sie denn da den größten Bedarf? Genau, also das ist tatsächlich ein Thema, was ich am allerwichtigsten finde, weil ich einfach auch in meiner Karriere da die Erfahrung machen musste, dass man da manchmal doch ziemlich allein ist auf weiter Flur. Das ist so ja auch diese klassische Führungseinsamkeit, wenn man, sagen wir mal, auf einer bestimmten Position oder einer bestimmten strukturellen Hierarchie ja doch dann irgendwie alleine ist, weil über einen sind häufig natürlich die Terz- oder Praxisinhaber und dann unter einem, so nenne ich es mal bildlich, sind dann die weiteren Mitarbeiter, diese klassische Sandwich-Position, wobei ich dieses Wort eigentlich gar nicht so gerne mag. Und damit muss man natürlich auch klarkommen. Das ist nicht immer einfach, weil man natürlich häufig Entscheidungen der Praxisinhaber weitertragen muss und sie umsetzen muss und gleichzeitig natürlich am anderen Ende auch sieht, was für Probleme haben wir im Alltag, wo stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen, warum ist dies, das oder jenes jetzt gerade schwierig umsetzbar, dann hat man natürlich auch den viel engeren Kontakt zu den Mitarbeitern oder sollte man ja auch auf jeden Fall haben und da dann vielleicht auch mal eine schlechte Nachricht zu überbringen oder aber auch mit, ja, einfach mit den Herausforderungen des Klinikalltags umzugehen, ne? Von Notfällen, die da immer gerne mal in den Terminkalender grätschen,
bis hin zu Krankenstand und so weiter und so fort. Und als Klinikmanager hat man ja schon auch eine hohe Verantwortung. Und damit umzugehen und sich doch auch immer mal wieder, ich sag mal, von den Mitarbeitern auch schlichtweg abzugrenzen, um da auch den nötigen Abstand zu wahren, einfach um auch als Führungspersönlichkeit gesehen zu werden. Das sind für mich schon wichtige Ziele, die ein Praxismanager vor allen Dingen sich bewusst machen muss, so nenne ich es mal. Ne? Das kann man nicht alles von heute auf morgen umsetzen, sicherlich nicht. Das muss Schritt für Schritt gehen. Aber ich hätte mir damals wirklich gerne in vielen Situationen jemanden gewünscht, mit dem ich darüber mal sprechen kann und der mir mal sagen kann, was sind denn deine Erfahrungen oder wie würdest du das jetzt machen oder wie kann ich das für mich jetzt am besten auch verarbeiten, dass ich das nicht auch alles mit nach Hause nehme. Das ist vor allen Dingen eins meiner Schwerpunkte und dann auch zu sagen, wie positionierst du dich, wie wächst du in die Rolle rein, da einen eigenen individuellen Lösungsweg zu finden, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, spannend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es als Praxismanagerin oder Praxismanager sehr wichtig ist, so eine Sicht und auch eine gewisse Stütze von außen teilweise zu haben und in Anspruch nehmen zu können. Ja. Als Praxismanagerin haben Sie ja auch sehr, sehr viel mit Personal zu tun. Sie führen ja viele Bewerbungsgespräche, machen Personalentwicklungspläne, lauter all diese Personalthemen. Ja. Man spricht ja ganz oft bei Berufseinsteigern von Ersttagskompetenzen und wir werden zum Beispiel oft gefragt, was erwartet denn eigentlich ein Arbeitgeber oder eine potenzielle Klinik, wo man sich bewirbt, als Ersttagskompetenz von einem Berufseinsteiger. Vielleicht könnten Sie da noch so ein paar kleine Tipps an die Absolventen geben oder an Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, die sich doch interessieren, wieder in die klinische Tätigkeit einzusteigen. Also tatsächlich ist es bei uns so, dass sich das im Laufe der Jahre ein bisschen gewandelt hat. Also von, ich sag mal, anfangs oder in den ersten Jahren war es häufig so, ach Mensch, jetzt suchen wir eine Tierärztin für den Retro oder wir suchen eine Tierärztin für eine, die Herz-EKG kann oder so ganz spezielle Dinge, die man halt als Fähigkeit oder als Weiterbildung dann mitbringt. Und dann geht man auf die Suche nach jemand ganz bestimmten mit einem ganz bestimmten Profil. Und da muss ich leider sagen, da sind wir häufig auf die Nase geflogen. Das hat natürlich dann nicht von heute auf morgen geklappt. Denn erstens ist es schwierig, so jemanden Speziellen zu finden. Und zweitens bringt derjenige dann vielleicht schon die fachliche Kompetenz mit. Aber dann ist es vielleicht auch eine Person, die gar nicht so gut in das Team passt. Und das ist uns mittlerweile wirklich ein richtig wichtiges Thema geworden, nämlich, dass wir die richtigen Menschen finden für unser Team, also für unsere Kultur, wie wir die Einstellung haben zur Loyalität, zu was verstehst du unter Teamarbeit, wie gehen wir miteinander um, wie sprechen wir miteinander, wie springen wir füreinander ein, wie geht das hier alles Hand in Hand. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade in einer Klinik, wo es auch mal hektische Situationen gibt, wo man einfach miteinander funktionieren muss und wo keiner dem anderen da auf die Füße tritt und auch keiner bei dem anderen denkt, was ist das denn jetzt hier für ein Ton oder so arbeite ich nicht oder wie auch immer. Und irgendwann habe ich mal von einem amerikanischen Freund die Überschrift gehört, Hire the Smile, das ist jetzt nicht unbedingt die größte Erfindung. Ich glaube, das ist allgemein ein bekannter Satz. Aber das ist mir einfach die ganze Zeit immer so im Kopf geblieben. Und das habe ich auch immer noch bei jedem Bewerbungsgespräch im Hinterkopf. Und danach stellen wir Azubis ein, danach stellen wir Interns ein, aber auch Oberärzte. Also, oder aber auch Verwaltung. Das ist tatsächlich die Einstellung zur Arbeit. Und hat man Lust, hat man Motivation, möchte man nochmal was Neues kennenlernen. Ich frage auch immer, haben Sie sich schon die Frage gestellt, ist so ein großes Team überhaupt das Richtige für mich? Ne, das muss man ja auch einmal bewusst entscheiden. Das ist ja was völlig anderes, als wenn man in eine
5- oder 10-Mann-Praxis geht, wo man jeden Tag mit den gleichen Menschen zusammenarbeitet. Wir fragen natürlich eine enorm hohe Flexibilität ab und auch eine enorm hohe Toleranzgrenze, ne? Wenn man mit so vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeitet. Nicht nur Kunden, sondern halt natürlich auch die Kollegen. Und dann kommen viele Kollegen vielleicht auch nochmal aus dem Ausland. Da stoßen ja viele Dinge aufeinander. Und trotzdem soll es ja doch einigermaßen harmonisch ablaufen. Ja. Das sind mittlerweile mehr so die Schwerpunktthemen, muss ich sagen. Ja, wir sprechen da immer von Passung zwischen Aufgabe und Team. Also zwischen ja. Aufgabe und Team, dass es wirklich harmoniert. Und dann ist auch eine nachhaltige Entwicklung und eine nachhaltige, gute Zusammenarbeit möglich. Ja, ja, man muss sich einfach wohlfühlen. Man muss ja einfach dafür stehen, was passiert, wie die Mentalität ist, wie auch vielleicht die moralische Sicht ist, ne? Gerade wenn wir in der Medizin arbeiten, dass da jeder mit konform geht. Und dadurch entsteht meiner Meinung nach auch eine enorm hohe Loyalität. Und dadurch, wenn man sich mit dem Laden und auch natürlich mit den Inhabern identifizieren kann. Ohne den funktioniert es, glaube ich, nicht in so einer Welt, in der wir zumindest arbeiten. Also das heißt, wenn Sie den Eindruck haben, die Werte könnten passen, die Einstellung und die Motivation, dann sind die, ich nenne es jetzt mal die fachlichen Werkzeug-Erstagskompetenzen vielleicht auch gar nicht an erster Stelle, sondern dass die dann nach und nach auch mit Einarbeitungsprozessen, Teamarbeit durch fachliche Weitergabe von Wissen, von Einarbeitung entwickelt werden können. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Also ich glaube, wenn wir es intern nicht beibringen können, dann gibt es viele Möglichkeiten mittlerweile, gerade auch für Tierärzte natürlich, da nochmal an Weiterbildungen oder externen Fortbildungen teilzunehmen. Aber ich glaube auch, dass wir in unserem Team schon ein hohes fachliches Potenzial haben, das wir auch gerne an junge Tierärzte weitergeben. Und so ist unser Alltag tatsächlich auch strukturiert. Wir haben ein Vier-Augen-Prinzip, wir haben ein Mentorship-Prinzip, immer ein Supervisor im Hintergrund. Ah, ja. Also da kann man doch relativ sicher gehen, dass man hier doch ziemlich schnell intensiv eingearbeitet wird. Ja. Natürlich, ne, es gibt mal solche und solche Tage, aber die Strukturen müssen dafür ja da sein. Ne? Und unter anderem natürlich auch die Zeit. Und ja. Dadurch, dass wir einfach auch jedes Jahr viele junge neue Interns aufnehmen, hat sich das so langsam bei uns etabliert, dass jeder Mitarbeiter, egal ob jetzt an der Rezeption oder im Stall oder aber auch bei den Tierärzten bei uns, ist es nicht anders gewohnt, als immer jemanden an der Seite zu haben, dem ich irgendwas beibringen muss. Ne? Das ist bei den Auszubildenden ja nun auch so. Also neben dem, was ich tue, muss ich eigentlich auch immer gleichzeitig nochmal jemandem was beibringen. Und ja. Wenn das alle machen, dann ist das auch gar nicht mehr so eine große Herausforderung. Ja, kann ja auch unheimlich schön sein, weil einfach der Austausch ständig da ist. Ja. Genau. Wenn man sieht, wie die jungen Menschen heranwachsen und dann langsam in ihre Rolle finden und auch ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen, dann finde ich das unheimlich schön, das auch zu beobachten. Ja, spannend. Also Sie selber bieten ja auch wirklich eine sehr spannende Kombination an. Einmal wirklich Sie sprechen ja aus der Praxis für die Praxis so und auf der anderen Seite mit der Persönlichkeitsentwicklung über Coachings. Bieten Sie denn auch für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger oder Wiedereinsteigerinnen, die nach einer Pause beispielsweise wieder in den Beruf starten möchten, spezifisch Coaching-Angebote an? Wie läuft es denn bei Ihnen ab? Ja, natürlich. Also ich glaube, gerade wenn man sich entweder für einen Beruf entschieden hat, also für das Tiermedizinstudium entschieden hat, dann hat man ja doch mittlerweile ziemlich viele Möglichkeiten, dann nach dem Studium weiterzumachen. Und ich glaube, dass das eine wichtige Entscheidung ist im Leben, einmal da eine Tür aufzumachen und da hineinzugehen. Auf der anderen Seite die klassischen Wiedereinsteiger, haben wir natürlich jetzt durch die hohe Frauenquote ja auch ziemlich viel. Und auch da, glaube ich, ist es ganz wichtig, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ne? Einerseits natürlich, was möchte ich? Wie möchte ich mich gerne noch weiter verwirklichen? Was ist mir an meinem Beruf wichtig?
aber auf der anderen Seite auch, wie kriege ich all die anderen Dinge noch unter einen Hut, auf gut Deutsch. Und da muss jeder seine individuelle Lösung finden. Aber da unterstütze ich sehr gerne. Und das kann in einem Gespräch mal eigentlich schon ganz gut laufen. Manchmal tun sich aber noch 2, 3 weitere Fragestellungen auf innerhalb dieser Lebensentscheidung, so nenne ich sie mal. Und da denke ich, ist ein Coaching sehr, sehr hilfreich. Einfach auch nochmal einen Sparringspartner zu haben. Ne? Jemanden, der einem auch mal ganz ehrlich Feedback gibt und auch mal eine kritische Frage stellt. Ne? Ja. Wie schaffst du das denn überhaupt? Willst du das denn überhaupt? Und oder je nachdem natürlich auch, vor welcher Entscheidung man da gerade steht. Ne? Man kann sich ja auch die Dinge immer gerne mal schön zurechtreden, aber der Alltag sieht dann halt völlig anders aus. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, gerade auch als Wiedereinsteigerin, sich dieser Fragestellung einmal ganz klar zu stellen. Und da habe ich mittlerweile gute Erfahrungen mitgemacht. Und manchmal ist es mit 1, 2 Gesprächen getan. Und manchmal, muss ich sagen, lassen sich auch junge Tierärzte da dann auch mal gerne etwas länger begleiten, gerade wenn sie dann auch nochmal in ein neues Unternehmen einsteigen und sich da auch nochmal wieder in eine neue Rolle einfinden müssen, die häufig ja auch anders ist als das, was sie vorher getan haben, nämlich in Vollzeit mit Diensten und allem drum und dran und dann ja häufig ja nach Elternzeit erstmal in Teilzeit und nur noch für einen bestimmten Fachbereich oder dergleichen, da muss man ja auch erstmal mit umgehen können. Ja, ja. Aber es ist so, dass dann die individuelle Anfrage bei Ihnen eingeht und Sie dann auch ganz individuell abstecken, was ist denn der Bedarf, in welchem Umfang könnte so ein Coaching stattfinden und wie sind die Zielvereinbarungen, nenne ich jetzt mal, also wo möchte man denn überhaupt mit dem Coaching hin? Ja, also man nennt das in der Fachsprache, ich finde das Wort eigentlich ganz komisch, das nullte Gespräch. Also das ist immer erstmal ein Gespräch, um sich kennenzulernen. Ne? Man muss sich ja auch erstmal beschnuppern, passt man denn zueinander, spricht man dieselbe Sprache? Das finde ich persönlich auch immer ganz wichtig. Ja. Und dann vielleicht innerhalb dieses Gesprächs schon mal herauszufinden, was ist die Frage, ne? Also was ist das Anliegen, warum hat derjenige sich überhaupt bei mir gemeldet? Und vielleicht steckt ja auch noch eine andere Frage dahinter. Ne? Das ist ja, das merkt man ja manchmal erst, wenn jemand vielleicht auch nochmal eine kritische Gegenfrage stellt. Dieses Beschnuppern, so nenne ich es mal, das findet erstmal so auch ganz unentgeltlich, das kann ich gleich dazu sagen, statt. Im Moment natürlich vor allen Dingen per Videocall oder telefonisch. Kann auch persönlich, je nachdem, wie man das einrichten kann. Aber das ist mir auch wichtig. Ne? Also ich möchte natürlich dann auch, ich sag mal, einen guten Job machen. Ne? Und das geht nur, wenn man ein Vertrauen zueinander hat. Ja. Ne? Und wenn man auch ganz offen und ehrlich miteinander ist. Das ist das A und O innerhalb meines Coachings. Also wir können uns viele Dinge da rosa-rot reden, aber das hilft am Ende nichts. Wenn dabei nicht wirklich auch eine individuelle Lösung dabei herauskommt, wo der Klient dann sagt, genau das ist es, genau das passt für mich und da will ich hin. Mhm. Und das glaube ich, ist dann so die 100%-Marke, die man dann erreicht. Ja, kann. Auch hier geht es am Ende um Passung. Genau. Ob man einfach passt und ob man gemeinsam sich vorstellen kann, so einen Coaching-Weg zu gehen und auch einen Wert voneinander dann hat. Ja. Ja, ganz genau. Es ist ja auch eine Begleitung. Ne? Also ich bin ja auch nicht dazu da, um mir Fragen zu stellen, ne? Sondern was soll ich denn jetzt tun oder wie würdest du das machen? Darauf antworte ich ja nicht. Es ist ja, im Coaching geht es ja nicht um Beratung. Im Coaching geht es ja nicht darum, sich eine Antwort für sein eigenes Leben abzuholen. Das funktioniert einfach auch nicht. Ne? Sondern ein Coaching bedeutet ja, einen gemeinsamen Weg zu gehen, und dann innerhalb dieser Gespräche oder es gibt da ja unterschiedliche Tools für, dann auch erstens die Frage überhaupt herauszufinden und dann auch die passende Antwort für denjenigen. Und wenn man das dann noch weitermachen möchte, dann natürlich auch eine Art Begleitung, wie setze ich denn diese Antwort um? Das ist ja auch nicht immer so einfach. Da muss man manchmal aus alten Verhaltensmustern ausbrechen,
ja. Aus alten Denkmustern ausbrechen. Manchmal gehört da so ein kleiner Schubs dazu. Ja, der Weg ist auch nicht immer ein stringent, sondern Kurven. Genau. Ja, Frau Siemer, ich glaube, wir könnten uns über Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, aber auch natürlich um Praxismanagement noch ganz, ganz lang unterhalten. Mich hat es gefreut, dass wir so ein ganz, ganz bisschen hinter Ihr Türchen spickeln konnten und da einen ganz kleinen Einblick bekommen konnten. Und ich denke, für jeden, der weiter Fragen hat, der soll Sie bitte einfach konkret kontaktieren. Wie ist denn die einfachste Kontaktaufnahme bei Ihnen? Vermutlich über E-Mail. Ja, genau. Am einfachsten ist es über E-Mail, findet man auf meiner Homepage. Ja. Das passt immer am besten. Ja, genau. Super. Ja, da sind ja auch die Kontaktdaten verlinkt. Und genau. Was immer, ich kann Ihnen nur danken für die Zeit in Ihrem turbulenten und vielfältigen Alltag. Und ich denke, wir steigen bestimmt das ein oder andere Mal noch tiefer in ein ganz spezifisches Thema ein. Und sehr gerne. Da auch schon sehr gerne. Ja, machen wir. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. My Job Opportunity. Aus der Branche für die Branche.